HR2 Kultur. Hörspiel. Hören Sie nun einen Thriller von André Picot, der an die Stücke des berühmten Pariser Gruseltheaters Grand Guignol erinnert. Allein schon mit seinem Titel. Albtraum. Isabel. Herzliche Glückwünsche, Isabel. In Ihrem Alter kann man sich noch ruhig feiern lassen. Sie sind wie mein Kavalier, Doktor. Aber Liebste, es ist doch keine Schande, 32 Jahre alt zu sein. Umso weniger, als man sie Ihnen nicht ansieht. Vielen Dank. Sie wissen immer, was sich schickt. Nun, wie steht es mit meiner Frau, Doktor? Für wie alt halten Sie Gilbert? Oh. Na ja, ich weiß nicht. Keine Ausflüchte, für wie alt hältst du Gilbert? Ja, ach, komm, lassen wir doch das Thema. Aber wieso? Ich mache vor keinem Menschen einen Hehl daraus, dass ich 39 bin. Aber Gilbert, er hätte es doch erraten sollen. Streitet euch nicht, reicht mir lieber die Torte. Wie viele sind wir? 6. Am besten, du schneidest sie in 11 Stücke. Wieso in 11? Nach all dem, was du getrunken hast, musst du ja doppelt zählen. Wetten, dass ich mich auch doppelt zähle? Infolgedessen schneide ich für mich 2 Stücke. Vorsicht! Der ist imstande. Gib mir die Torte herüber. Nein! Warum? Lass lieber Richard. Er ist Spezialist dafür. Sehr richtig. So. Für ihn hat die Mathematik keine Geheimnisse. Ich beschäftige mich eher mit Additionen. Das Dividieren ist nicht meine Stärke. Du, das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch genau ein das wenig mehr Ruhe, wenn ich bitten darf. Genau, das will die Torte. Die Torte muss weihevoll zerschnitten werden. Das erinnert mich an eine Geschichte aus der Besatzungszeit. Ach, da haben wir es wieder. Er und seine Geschichte. Schön, sage ich kein Wort mehr. Nur los. Wenn wir sie kennen, werden wir dich unterbrechen. Es war mitten in der Zeit der Lebensmittelmarken. 12 sitzen um einen Tisch und 12 Beefsteaks werden aufgetragen. Aber Beefsteaks von damals. Ihr erinnert euch. 90 Gramm und die Knochen dazu. Na und? Und gerade als die Beefsteaks serviert werden, stellt sich heraus, es sind 13. Ein Drama. Stellt euch ein Dutzend Burschen vor, die alle auf das 13. Beefsteak schielen. Und in dem Augenblick geht's Licht aus. Oh, wie lustig. Im Gegenteil, ein fürchterlicher Schrei erschallt. Ein schauerliches, geradezu unmenschliches Gebrüll. Im selben Moment funktioniert das Licht wieder. Und was sieht man? Eine Hand auf dem Beefsteak und 11 Gabeln, die sich in diese Hand bohren. Wie albern. Gilbert, du langweilst mich nachgerade. Du sagst das jetzt schon zum 100. Mal. Habe ich jetzt schon mal erzählt. Die Torte schmeckt wunderbar. Ja, ausgezeichnet. Hervorragend, Isabel. Ich gratuliere. Ach, Henri, du isst zu viel. Das kann dir eines Tages übel bekommen. Ach was, wir müssen eines Tages sowieso mit alle... solchen Erwägungen kommt man weit. Man kommt in die Grube. Wie alle Leute. Das Wichtigste ist, möglichst spät hineinzukommen. Sag mal, könnt ihr nicht von was anderem reden? Ich habe doch schließlich Geburtstag. Übrigens, diese Unterhaltung erinnert mich an einen Traum, den ich heute Nacht gehabt habe. Nanu, Sie werden ja auf einmal so ernst, Dr. Rousseau. Ja, wahrhaftig, er ist ganz blass geworden. Das wird wohl kein gewöhnlicher Traum gewesen sein, sondern eine Art Albtraum. Ja, ein Albtraum. Das ist zu dumm, aber jetzt kommt er mir wieder in den Sinn und... Ach, das ist doch dummes Zeug. Reden wir lieber von etwas anderem. Aber warum denn? In diesem Traum muss es ja von Leichen gewimmelt haben. Los, Paul, erzähl schon. Also im Grunde kann ich mir den Traum recht gut erklären. Gestern Abend hat Louis mich eingeladen und natürlich... Wieso natürlich? Zur Sache, mein Lieber, zur Sache. Nun, in der letzten Nacht habe ich dieses Abendessen im Traum erlebt. Das ist doch normal. Mir wirft er vor, ich sei ein Vielfraß, aber ihm ist das Essen genauso wichtig. Und deine Einladung hat ihn sehr beschäftigt, Louis. Vielleicht. Immerhin war etwas Eigentümliches daran. Wir waren beisammen wie heute Abend. Alle 6? Ja. Richard auch. Was ist daran so eigentümlich? Na, wieso war Richard in meinem Traum dabei? Du hattest mir doch nichts davon gesagt, Louis, dass er heute Abend auch hier sein wird. Du hättest mich eben nicht einladen sollen, mein lieber Louis. Damit wäre sein ganzer Traum ins Wasser gefallen. Haben wir im Traum auch dasselbe Menü vorgesetzt bekommen, Doktor? Ich erinnere mich nur an die Geburtstagstorte. Ja, es war eine Torte. Mit 32 Kerzen? Nein. Die Zahl 32 war mit Creme auf den Guss geschrieben wie heute Abend. Und ich erinnere mich, es war auch die gleiche Unterhaltung. Oh, er hält uns zum Besten mit einem todernsten Gesicht. Ich sehe schon, ihr glaubt mir nicht. Doch, mein Lieber, jedes Wort, nur weiter. Ich weiß nicht, ich... Nur meinetwegen.
Ist jetzt ohnehin schon später. Später? Wieso? Ich meine, 10:45 ist schon vorbei. In meinem Traum ist aber punkt 10:45 jemand hier eingetreten. Ein Mann oder eine Frau? Eine Frau natürlich. Paul hat immer so lüsterne Träume. Nein, es war keine Frau, sondern ein Mann. Ein Mann, dessen Gesicht ich nicht sehen konnte. Wie unheimlich. Er wird einen Nylonstrumpf übers Gesicht gezogen haben. Das ist zurzeit bei Gangstern große Mode. Hört mal, vielleicht geht die Uhr vor und der Mann kann immer noch auftauchen. Ja, das ist wahr. Bei mir ist es 10:13 Uhr. Achten Sie nicht auf ihn, Doktor. Erzählen Sie weiter. Also, ein Mann ist hier eingetreten. Ja. Und was hat er zu Ihnen gesagt? Das weiß ich nicht. Denn in diesem Augenblick bin ich erwacht. Also, ich muss schon sagen, Paul, du hast uns ja schön reingelegt. 10:15 Uhr. Der Mann ohne Gesicht. Ja, aber wieso? Steh doch. Er wird ungeduldig. Na schön. Werd mal nachsehen. Aber trink mir unterdessen nicht alles weg. Ich habe aber noch Durst. Trink lieber ein Schluck Wasser. Ja, da werde ich auch gleich etwas einnehmen. Ein Pulver? Ja, zur Vorsicht. Ach, natürlich. Und nachher im Wagen wirst du dann wieder Magenkrämpfe haben. Haben Sie was mit dem Magen? Ja, ab und zu. Aber ich habe immer mein Pulver bei mir. Aber ich sage Ihnen doch, dass Sie sich bestimmt täuschen. Nein, ich täusche mich bestimmt nicht. Das ist der Mann mit der Maske. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Darf ich mich setzen? Ich bin so lange gegangen und bin hundemüde. Hier, bitte. Danke. Bitte erklären Sie uns endlich den Zweck Ihres Besuches. Ich habe noch immer den Eindruck, dass Sie sich in der Adresse geirrt haben. Nein, nein. Ich habe gesucht und dann habe ich mich leiten lassen. Als ich Ihre Villa erblickte, da wusste ich, dass ich den richtigen Weg eingeschlagen hatte. Na schön. Und mit wem habe ich die Ehre? Mein Name wird Ihnen nichts sagen, aber ich habe keinen Grund, ihn geheim zu halten. Ich heiße Joseph. René Joseph. Sehr angenehm, Lardier. Louis Lardier. Bin ich es also, den Sie sprechen wollen? Ihren Namen habe ich nicht gekannt. Gehört Ihnen diese Villa? Ja. Wie Sie sehen, bin ich gerade mit meinen Gästen beim Abendessen und... Darf ich offen vor Ihnen sprechen? Ich verstehe Sie nicht. Aber ich habe ihn verstanden. Lasst mich mal mit ihm reden. Monsieur Joseph, wenn Sie wirklich so heißen, was ich sehr bezweifle... Ach, Sie sind der ältere Bruder des Hausherrn, nicht wahr? Ja. Sie verstehen sich offenbar auf Physiognomien. Und das muss in Ihrem Beruf sehr von Nutzen sein. Aber ich warne Sie. Wir wollen nicht in Ihre Geschichte einbezogen werden. Weder so noch so. Gehen Sie Ihres Wegs und lassen Sie uns in Frieden. Verstanden? Henri, was fällt dir ein? Ach, ich bitte dich, Gilberte, hast du denn immer noch nicht begriffen? Der Kerl hat die Polizei auf den Fersen und möchte sich verstecken. Vielleicht will er auch noch Geld, wie? Sie irren sich. Ich bin weder ein Dieb noch ein Mörder. Umso besser. Dann kehren Sie dorthin zurück, woher Sie gekommen sind. Ich kann nicht fort, ohne Sie gewarnt zu haben. Uns gewarnt zu haben? Wovor? Werden Sie verfolgt? Will Ihnen jemand ans Leben? Wenn Sie mich nur anhören wollten. Ach, wenn ich mich einem Arzt anvertrauen könnte. Besser konnten Sie es gar nicht treffen. Wir haben gerade einen Arzt bei uns. Sie wollen sich wohl über mich lustig machen. Nein, 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 nein. Nein, ich bin Arzt. Wollen Sie meinen Ausweis sehen? Hier. Dr. Paul Rousseau. Meine Praxis habe ich in Paris, im 14. Arrondissement. Wenn Sie einen Arzt brauchen, kommen Sie morgen zu mir. Verstehen Sie denn nicht, dass es morgen schon zu spät ist? Was sagt er? Der Kerl fängt an, mich nervös zu machen. Nur die Ruhe. Würdest du dir etwas ausmachen, Louis, wenn ich mit ihm ins Nebenzimmer gehe? Nur 5 Minuten. Ich möchte mit... Nein, ich brauche Zeugen. Ich muss vor Ihnen allen reden. Ich bin nicht krank. Ich habe kein physisches Leiden. Ich bin wahnsinnig. Ich bin verrückt. Was sind wir doch für Idioten. Und fast wäre ich darauf reingefallen. Mein Glückwunsch, Paul. Seit Wochen drohst du mir schon, mich reinzulegen und es ist dir gelungen. Und jetzt stell uns deinen Spießgesellen vor, dann kann er sich zu uns setzen. Aber ich versichere euch, dass ich diesen Herrn nicht kenne und dass es sich keineswegs um einen Scherz handelt. Jetzt ist's aber genug, mein Lieber. Wir spielen nicht mehr mit. Wie oft muss ich dir noch wiederholen, Louis,
dass ich diesen Mann nicht kenne. Doktor, das ist jetzt nicht mehr komisch. Hören Sie endlich auf. Aber der Doktor hat die Wahrheit gesprochen. Er kennt mich tatsächlich nicht. Und ich selber, ich habe ihn ja nur im Traum gesehen. Da haben wir es, der famose Traum. Jetzt sind wir soweit. Sie müssen sich höllisch geplagt haben, Paul und er, um das alles einzustudieren. Und wir sind so undankbar, Ihr Spiel gleich zu durchschauen. Lass sie nur. Gönn Ihnen das Vergnügen. Was, Henri? Sagen Sie, Monsieur Joseph, was wollen Sie eigentlich? Wie der Schiffbrüchige den Kapitän fragte, der ihn von der Wüsteninsel holen wollte. Ach, genug! Wie kommen Sie gerade darauf? Warum denken Sie plötzlich an ein Schiff? Er macht das wirklich ausgezeichnet, wie er seine Rolle spielt. Auf Ihr Wohl, Herr Schauspieler! Schluss mit dem Theater! Hey, 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 was fällt Ihnen denn ein? Das ist doch wirklich die Höhe! Ein Glas von meinem neuen Service! Schluss jetzt! Schluss! Lassen Sie mich endlich reden, ja? Sie alle, ja, Sie alle, werden noch vor Mitternacht sterben. Bis auf einen einzigen. Ja. Nur ein Mann oder eine Frau wird noch am Leben bleiben. Haben Sie gehört? Nur einer wird noch leben nach Mitternacht. Ich schwöre Ihnen, dass ich die Wahrheit sage. Und ein einziger unter Ihnen wird sich nach Mitternacht davon Rechenschaft geben können. Wissen Sie nicht, dass ich Joseph bin? Joseph, der Prophet? Aber lass mal, lass mal. Könnte gefährlich sein. Ich will euch ja nichts tun. Rühren Sie sich nicht. Es hat keinen Zweck, mich zu durchsuchen. Ich bin nicht bewaffnet. Ich bin auch kein Verbrecher. Sie begleiten mich jetzt zu meinem Wagen und ich bringe Sie heim. Leider sind Ihre Vorsichtsmaßnahmen nutzlos. Weder Sie noch ich vermögen etwas gegen das Verhängnis auszurichten. Meinetwegen, aber gegen Krankheiten und nervöse Störungen sind wir nicht machtlos. Und seien Sie also vernünftig und kommen Sie mit. Wollen Sie mir nicht erlauben, erst noch zu sagen, was ich zu sagen habe? Es dauert doch keine 5 Minuten. Nachher tue ich dann, was Sie wollen. Stecken Sie mich meinetwegen in eine Nervenklinik, wenn Sie glauben, dass ich dadurch geheilt werden kann. Aber jetzt flehe ich Sie an. Ja, entschuldigt, Kinder, ich weiß, dass das alles lästig ist. Und doch ist es wohl am besten, wir lassen ihn zu Wort kommen, wenn ihn das beruhigt. Nun, Joseph? Ich bin verrückt. Ja, 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 Sie sind verrückt. Aber die richtigen Verrückten wissen nicht, dass sie es sind. Um mir das sagen zu können, müssen Sie sich doch über Ihren Zustand im Klaren sein. Also, sprechen Sie. Sagen Sie, was Sie auf dem Herzen haben. Nachher werde ich sehen, was ich tun kann für Sie. Nichts. Ein anderer vielleicht. Aber Sie? Nichts. Gewiss, ich bin kein Psychiater. Aber ich werde Sie zu einem meiner Kollegen schicken. Sie? In wenigen Stunden sind Sie tot. Also gut. Nehmen wir das einmal an. Sie glauben mir nicht? Alles ist möglich. Also, ich werde sterben und die anderen hier Anwesenden auch, ja? Bis auf einen. Vor Mitternacht? Vor Mitternacht. Woher wissen Sie das? Ich hab's gesehen. Im Traum? Ich weiß, dass es kein Traum war. Gewiss. Es gibt dafür einen bestimmten Ausdruck. Die Vorahnung. Richtig. Sie kennen sich da offenbar aus. Haben Sie diese Gabe schon lange? Nein. Erst seit wenigen Jahren. Sie ist die Folge eines Schocks. Was war das für ein Schock? Ich bin Anstreicher. Ich bin von einem Gerüst gefallen. Einige unbedeutende Quetschungen, sonst nichts. Ich war nur 3 Tage im Krankenhaus, aber damals hat's angefangen. Was haben Sie gespürt? Erzählen Sie es mir genau. Kopfschmerzen. Eine Art Schwindel. Und das packt mich von Zeit zu Zeit ziemlich regelmäßig. Ungefähr einmal im Monat. Dann versinke ich in einen Halbschlaf. Und dann sehe ich alles Mögliche. Zum Beispiel? Einmal habe ich die Rückkehr des Mannes einer Nachbarin vorausgesehen. Man hatte geglaubt, er sei in Indochina gefallen, aber ich wusste, dass er heimkommen würde. Ich habe sogar den Tag vorher gesagt und er ist an dem Tag zurückgekehrt, den ich genannt habe. Reden Sie weiter! Ein anderes Mal habe ich einen Mann gesehen, der das Schaufenster eines Juweliers zerschlug. Ich habe die Polizei verständigt. Anonym. Sonst hätte man mich womöglich für einen Komplizen gehalten. Der Mann wurde auf frischer Tat ertappt.
Glauben Sie mir noch immer nicht? Es kann sein, dass Sie sich das alles nur einbilden. Immerhin scheint es ein Ahnungsvermögen wirklich zu geben. Die Leute, die man als Narren bezeichnet, besitzen manchmal eine Hellsicht, die dem Durchschnittsmenschen fehlt. Wer soll ich Ihnen die Namen nennen, die Daten, aber wozu? Sie hätten ja keine Zeit mehr, das alles nachzuprüfen. Ja, schön. Also Sie haben also von Zeit zu Zeit die Vision bestimmter Ereignisse... Mit denen mich, wenn auch mittelbar, irgendeine Beziehung verbindet. Die Frau, deren Mann verschwunden war, ist meine Nachbarin. Dem Juwelier habe ich wenige Tage vor dem Einbruchsversuch die Fassade seines Hauses angestrichen. Und in welcher Beziehung stehen Sie zu den Ereignissen, die sich Ihrer Behauptung nach heute Abend hier abspielen sollen? Ich weiß es nicht. Das ist es ja gerade. Ich verstehe es nicht. Zum ersten Mal ist es ganz anders. Von einem bestimmten Punkt an trübt sich meine Vision. Dann bin ich anscheinend nicht mehr in einem Traum. Ja, sprechen Sie noch weiter. Nun ja, ich weiß, dass ich diese Villa betrete, dass ich Menschen um einen Tisch sitzen sehe. Glückliche Menschen. Und dann ist eine Lücke. Ich weiß nur, dass der Tod da ist, aber ich weiß nicht, wen er trifft und wie er zuschlägt. Da ist diese Pendeluhr. Die Zeiger stehen auf 10 Minuten vor Mitternacht. Und dann sind in diesem Zimmer nur noch Schatten. Ich weiß, aber wie soll ich es Ihnen sagen? Ich weiß, dass um Mitternacht nur noch ein einziger Schatten übrig bleibt. Ja, ja, ich weiß auch, dass ich fliehen möchte sehr weit in die Nacht hinaus, aber ich kann nicht. Das ist alles. So viel ich auch suche, mehr sehe ich nicht. Wie sind Sie hierher gekommen? Mit dem Bus. Und dann bin ich zu Fuß gegangen aufs Gradewohl, lange, sehr lange. Ich wusste, dass ich hier ankommen würde. Wo wohnen Sie? In Paris, Rue de Boulay. Louis, gibt es jetzt noch einen Bus nach Paris? Ja, Sie verkehren bis Mitternacht. Ich bringe mit meinem Wagen bis zur Haltestelle. Sie nehmen dann den Bus und fahren dann nach Hause. Gehen wir, Sir Joseph. Haben Sie Geld? Ja. Und zu Hause... Bitte, wo wohnen Sie in der Rue de Boulay? Nummer 24, zweiter Stock. Zu Hause legen Sie sich ins Bett und versuchen Sie zu schlafen. Ja. Und morgen früh komme ich Sie besuchen. Wirklich, Doktor? Ja, so schön. Wenn ich nicht komme, dann gehen Sie zu Professor Magnon. Ich gebe Ihnen seine Adresse. Boulevard Pasteur, 55. Sie kennen ihn? Er hat mich voriges Jahr aus der Heilanstalt entlassen. Ich bin schon zweimal eingewiesen worden. Aha. Haben Sie Vertrauen zu ihm? Oh, er ist sehr gütig, sehr verständnisvoll. Ich kenne auch Dr. Bach. Aber das trifft sich ja ausgezeichnet. Ich bringe Sie zum Bus und Sie fahren heim. Sie brauchen wirklich keine Angst zu haben. Nein, 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 gehen Sie nur voran. Ich komme dann gleich nach. Schon gut. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Also ich bin in ein paar Minuten wieder da. Das ist ein typischer Fall von Manie. So etwas Ähnliches wie Verfolgungswahn. Aber er transponiert. Das, was er in der Vergangenheit gesehen hat, versetzt er in die Zukunft. Und er vermengt Tatsächliches mit Wahnvorstellungen. Eine überreizte Fantasie, ganz harmlos, selbstverständlich. Sie haben noch keine Angst, Isabel? Jetzt nicht mehr, Doktor. Also, ich setze ihn dann in den Bus und komme gleich zurück. Unglaublich. Wenn man auch noch so genau weiß, dass er verrückt ist. Das Ganze ist völlig idiotisch. Naja, gewiss. Aber er ist trotzdem ein armer Teufel, der leidet und der einen Arzt braucht. Sei doch nicht kindisch, Isabel. Glaubst du an diese Geschichte? Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass wir es mit einem Wahnsinnigen zu tun haben. Naja, aber immerhin. Ich weiß, ich war auch schon beinahe so weit, dass ich es geglaubt habe. Aber eine Kleinigkeit hat mir zu denken gegeben, während Paul seinen Propheten verhört hat. Er hat... seinen Streich zu effektvoll vorbereitet. Er hätte uns vorher nicht von seinem eigenen Traum reden dürfen. Das war, um die richtige Stimmung zu schaffen. Trotzdem, er hat den Bogen überspannt und dadurch wird die ganze Geschichte einfach unglaubhaft. Bist du ganz sicher? Seht mal, dass jemand einen Traum mit Vorahnungen hat, meinetwegen ist möglich. Aber gleich zwei Personen? Ja, das stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Wenn also einer verrückt ist... Dann der Doktor, gar keine Frage. Er ist sich für Gott weiß wie intelligent. Den lädst du mir so schnell nicht wieder ein, Louis.
Hoffentlich ersetzt er mir wenigstens das zerbrochene Glas. Ich frage mich nur, wie er darauf gekommen ist, uns einen so albernen Streich zu spielen. Man beschäftigt sich so lange mit Kranken, bis man selber krank wird. Der Trottel hat es fertiggebracht, uns mit seinen Gespenstergeschichten den ganzen Abend zu verderben. Ach was, reden wir nicht mehr davon. Heute haben wir allen Grund, nur fröhlich zu sein. Nach so einer Geschichte? Hört mal, Paul wird gleich wieder hier sein. Wenn wir alle mit Leichenvitaminen dasitzen, dann glaubt er womöglich noch, dass ihm sein dummer Streich gelungen ist. Das wäre richtig. Wir müssen ihm beweisen, dass wir nicht drauf reingefallen sind. Ich habe noch eine bessere Idee. Wie wäre es, wenn wir jetzt Paul einen Streich spielten? Hm? Was denn? Man müsste ihm glauben machen, einer von uns sei gestorben. Er kommt rein, begeistert über seine gelungene Komödie. Henri, man treibt keinen Scherz mit dem Tod. Überdies würde er den Betrug sofort merken. Er ist schließlich Arzt. Man müsste ihm die Leiche zeigen und dann würde er... Da hast du recht, Richard. Daran habe ich mal wieder nicht gedacht. Zeigen wir ihm lieber, dass wir nicht so dumm sind wie er. Und dass wir wenigstens Sinn für das rechte Maß besitzen. Darauf sollten wir anstoßen. Ja, aufs rechte Maß. Prost. Zum Wohl. Prost. Zum Wohl. Prost. Immerhin muss man zugeben, dass die Geschichte nicht schlecht erfunden war. Ein einziger von uns sollte am Leben bleiben. Ein guter Trick. Ein anderer an deiner Stelle hätte gesagt, ihr werdet alle dran glauben müssen. Er nicht. Dadurch, dass er einen von uns überleben ließ, wollte er uns in eine Atmosphäre von Misstrauen versetzen. Er hat auch kein Wort davon gesagt, auf welche Art wir sterben werden. Absichtlich, damit wir uns alle die Köpfe zerbrechen. Ach, reden wir doch endlich von etwas anderem. Was war das? Natürlich, Paul. Ich mache ihn schon auf. Nur rein, mein Lieber, nur rein. So, da bin ich wieder. Hören Sie, Doktor, Ihr Scherz vorhin war wirklich sehr abgeschmackt. Und mein Kristallservice ist durch die Schulter des Freundes Joseph um ein Stück ärmer geworden. Aber bei allem, was mir teuer ist. Bei seinem Citroën. Aber ich erkläre euch feierlich, dass ich diesen Menschen bis zum heutigen Abend nie gesehen habe. Ich bin Arzt und ich versichere euch, dass es sich tatsächlich um einen Geisteskranken handelt. Das Wort Wahnsinniger mag ein wenig zu stark sein. Sagen wir, ein Besessener. Aber das ist über jeden Zweifel erhaben. Als ich mit ihm allein war, habe ich mit ihm gesprochen und ich habe ihn gewissermaßen abgehorcht. Er ist weder ein Witzbold noch ein Simulant. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Du willst doch nicht etwa behaupten, dass er wirklich die Vision unseres Todes gehabt hat. Dass er uns alle, das heißt bis auf einen... Ja und nein. Er muss Zeuge eines Unfalls gewesen sein, vielleicht einer Katastrophe. Mhm. Und infolge von bestimmten Umständen, die ich natürlich nicht kenne, hat er diese Erinnerung mit seinem Vorgehen von heute Abend in Verbindung gebracht. Es handelt sich also, wenn man will, um eine Art Gedächtnisschwund. Wie kann er sich denn mit seinem Gedächtnisschwund an alles so genau erinnern? Er erinnert sich nur in Bruchstücken und der Zeitbegriff ist ihm abhanden gekommen. Er mengt alles durcheinander. Die Daten, die Orte, die Personen. So zum Beispiel sagt er, dass er den Bus genommen hat. Gleichzeitig aber behauptet er, er habe sich führen lassen. Ja. Ja, als er im Bus seine Karte gelöst hat, musste doch wohl das Ziel seiner Fahrt angeben. Ja, das ist richtig. Also zweifellos hat er diese Fahrt schon mehrmals gemacht. Entweder kürzlich oder vor einigen Jahren. Und diese Villa hat ihn an eine ähnliche Villa erinnert. Und in seinem kranken Hirn hat er das durcheinander gebracht. Ich wäre gar nicht erstaunt zu erfahren, dass seine ganze Familie bei einem Brand umgekommen ist. Oder bei einem Fliegerangriff. Und dass er als einziger überlebt hat. Das würde alles erklären. Aber seine Träume, seine Visionen. Behaupten Sie denn im Ernst, dass er aufrichtig war? Ja, gewiss. Das alles hat er wirklich erlebt. Und er hat es im Traum gesehen. Aber nachher. Nachher? Ja. Nachdem all diese Dinge sich abgespielt hatten. Nicht vorher. Das ist ein großer Unterschied. Aufrichtig, Paul, soll das heißen, du hast in deinem Traum vorhergesehen, was sich heute Abend hier abspielen würde? Ja, aber das kann nur ein Zufall sein. Niemals im Leben hatte ich je solche Träume. Das heißt... Manchmal. Na, reden wir nicht mehr davon. Die Sache ist erledigt. Übrigens, in Deutschland habe ich von einem ähnlichen Fall gehört. Sie waren in Deutschland? Ja, vorigen Monat. Ich habe dort meine Ferien verbracht. So. Louis, habt ihr mit dem Likör nicht auf mich gewartet? Du brauchst nur zu wählen. Cognac, Benediktin? Ja, einen Cognac, bitte. Hier. Und du, Henri? Nein, danke.
Kein Alkohol mehr heute Abend. Was ist denn mit dir los? Stimmt etwas nicht? Unsinn, es geht mir ausgezeichnet. Aber ich möchte vernünftig sein, muss ja noch fahren. Ach, das wäre das erste Mal. Gerade nur, um anzustoßen. Also bitte, da, ein Schluck Wasser. Ach, es ist wieder dein Magen. Wenn du dich nicht wohlfühlst, dann leg dich doch 5 Minuten hin. Ja, wirklich. Will mich lieber ein bisschen hinlegen. Ah! Henri! Was hast du denn? Hilft mir. Ich bringe ihn nebenan ins Gästezimmer. Ja, aber was hat er denn? Ach, eine kleine Ohnmacht. Völlig bedeutungslos. Zum Glück habe ich meine Arzttasche bei mir. Hilf uns, lieber Paul, ihn ins andere Zimmer zu tragen. Ja, natürlich, Louis. Ich mache die Tür auf. Vielleicht ist es das Pulver, das er genommen hat. Mit all dem Wein, all den Soßen. Aber trotzdem, er nimmt immer eines, wenn er zu viel gegessen hat. Und sonst tut's ihm sehr gut. Ich habe Pfefferminzgeist im Haus. Vielleicht mit einem Stückchen Zucker. Überflüssig. Paul gibt ihm gerade eine Spritze. Eine Spritze? Ist das denn so ernst? Lass Paul nur machen. Er versteht sein Handwerk. Und am besten... Kann ich vielleicht irgendwas helfen? Am besten ist keiner dabei. Es würde ihn nur stören. Er will nicht auf mich hören. Ich kann ihn noch so oft sagen. Ist doch keine 20 mehr. Nun, eine Warnung ist es bestimmt. Mit der Gesundheit soll man eben nicht spaßen. Ist zwar sehr traurig, aber vielleicht hat er diesen Anfall gebraucht, um das zu begreifen. Und dir muss ich auch einen Vorwurf machen, Gilbert. Man ist so gut bei dir. Ach. Im Grunde bist du genauso für gutes Essen wie er. Isabelle und ich, wir begnügen uns oft mit einem Schinkenbrot. Nun, Doktor, was ist denn? Er schläft. Ich habe ihm ein Beruhigungsmittel gegeben. Aber ich kann ihn nicht verhehlen, Gilbert, dass sein Zustand sehr ernst ist. Warum haben Sie die Tür zugesperrt? Er darf jetzt nicht gestört werden. Er ist sehr schwach. Ich will jetzt sehen! Bestehen Sie nicht darauf. Ich bitte Sie dringend. Ich spreche als Freund zu Ihnen. Aber vor allem als Arzt. Er braucht Ruhe und... Es ist nicht wahr. Er schläft nicht. Er ist... Ja, er schläft. Für immer. Er hat nicht gelitten. Er war sofort tot. Er musste nicht leiden. Bitte, Gilbert, trink etwas. Er hatte immer schon einen schlechten Blutdruck. Und wenn es nur sein Blutdruck gewesen wäre. Was soll das heißen, Doktor? Nun, die Sache ist zu ernst. Und ich schulde euch die Wahrheit. Henri ist nicht an einer Embolie gestorben, sondern an Gift. Was? Gift? Oh mein Gott, eine der Speisen von heute Abend. Darum werden wir alle heute Nacht... Nein, nein, nein. Wenn es so wäre, dann hätten wir ja alle die gleichen Störungen spüren müssen. Das würde also heißen, dass... Louis, hast du es vorhin bemerkt? Den Geruch von bitteren Mandeln? Ja. Giancarlo? Darüber wollen wir später reden. Wie heißt der zuständige Amtsarzt? Das muss Dr. Perrier sein. Kann man ihn von hier aus anrufen? Ja, natürlich. Bellepin 52 54. Kann ich hier diesen Apparat nehmen? Nimm lieber den im Gang. Ja. Hallo, ist dort Dr. Perrier? Hier Dr. Rousseau, ein Kollege aus Paris. Sagen Sie, sind Sie hier der zuständige Amtsarzt? Wie bitte? Ja, ja, der Bruder eines Freundes, Henri Lardier, Villa Hortensia. Vor ungefähr 10 Minuten. Nein, 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 das hat nicht Zeit bis morgen früh. Ja, ja, ich möchte Ihre Meinung hören. Ganz plötzlich. Wir waren zusammen beim Abendessen, er hat sich über eine gewisse Schwere im Magen beklagt und... Ja, ist zusammengebrochen. Ich hielt es zunächst für eine gewöhnliche Ohnmacht, aber... Gewiss, aber es gibt da ein Symptom, das gegen eine Embolie spricht. Nein, ich möchte Ihnen das nicht telefonisch auseinandersetzen. Sie sind gut mit morgen früh. Ich weiß nicht, ob Sie eine richtige Vorstellung von der Situation haben. Ja, 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 gewiss, das ist natürlich eine Möglichkeit. Nein, ich habe ihn sogar sehr gut gekannt. Er hatte nicht den leisesten Grund zu einem Selbstmord. Aber ich wiederhole Ihnen... Hallo? Hallo? Wird aufgehängt. Er sagt, dass ich mich nicht weiter aufregen soll.
Ich sei bestimmt noch nicht sehr erfahren in meinem Beruf. Da würde ich noch ganz andere Dinge erleben. Morgen früh wiederkommen. Voll. Schau mal, was wir hier gefunden haben. Eine Schachtel mit Pulvern. Wo lag sie? Vor Henrichs Platz. Ja, aber ist ja gar kein Name drauf. Und die Zusammensetzung ist auch nicht angegeben. Nicht einmal die Adresse der Apotheke. Hat Henri dir gesagt, woher er das hat? Nein, ich wusste nicht einmal. Etwa du, Gilbert? Sein Herz, der Blutdruck. Verzeihen Sie, aber es war nicht das Herz und der Blutdruck auch nicht. Es handelt sich um eine Vergiftung, ich habe es Ihnen schon gesagt. Die vielen Aperitifs, das hat ihm das Blut verdorben. Hören Sie, Doktor, sie begreift es nicht und das ist gut so. Dieses Pulver enthielt doch wohl nicht... Ja, Zyankali. Und wenn der Tod sich verzögert hat, so kam das daher, dass das Pulver seine volle Wirkung nicht erreichen konnte, solange seine Hülle nicht durch den Magensaft aufgelöst wurde. Sein Blutdruck. Also, ihr müsst verzeihen, aber sie braucht jetzt einen tüchtigen Schock. Hören Sie, Madame Larvier, ich muss wissen, wer Ihrem Mann diese Pulver verschafft hat. Ich muss Namen und Adresse des Apothekers erfahren. Ich weiß nicht. Doch, Sie wissen es. Den Namen weiß ich nicht. Und die Adresse? Rue de Montreuil, im 20. Arrondissement. Die Hausnummer? Ich weiß nicht. Gerade neben einer Metrostation. Station Boulay-Montreuil? Ja. Da mein geschätzter Kollege nicht geruht, sich heute Abend stören zu lassen, bringe ich dieses Pulver sofort ins Laboratorium der Polizeipräfektur. Es handelt sich um einen furchtbaren Irrtum, aber ich frage mich, wie es dazu kommen konnte. Man benutzt Zyankali ja nicht bei der Zubereitung von Medikamenten. Louis, ja? Wenn Dr. Perrier sich während meiner Abwesenheit dennoch herbemühen sollte, sag ihm alles Nötige. Hier ist der Zimmerschlüssel. In Ordnung. In einer Stunde bin ich wohl wieder zurück. Jedenfalls komme ich noch einmal vorbei. Er ist fort. Er ist fort. Und er wird nichts finden. Nicht das Geringste. Wieso? Dieser Apotheker ist ein Meuchelmörder. So geht man nicht mit einem der furchtbarsten Gifte um. Das ist Mord. Kaltblütiger Mord. Das verdient die Guillotine. Gilbert, Sie müssen sich jetzt beruhigen. Nein! Ihr habt ja nichts begriffen. Keiner hat begriffen, dass Henri Selbstmord begangen hat. Selbstmord? Meine arme Gilbert, Sie fiebern ja. Kommen Sie, ruhen Sie sich aus. Nein, ich will, dass ihr mir zuhört. Kein Mensch hat je etwas gewusst. Auch bei mir hat es lange gedauert, bis ich die Wahrheit erfuhr. Aber Henri hat mir schließlich alles anvertraut. Ich musste ihm jedoch schwören, das Geheimnis für mich zu behalten. Jetzt ist das nicht mehr nötig. Welches Geheimnis? Henri war verloren. Magenkrebs. Von einer Operation wollte er nichts hören. Er sagte, wenn ich schon sterben muss, will ich den großen Sprung lieber in einem machen und nicht lange leiden. Mein Gott, jetzt verstehe ich. Diese Kapseln. Er hatte mir die Schachtel gezeigt. Ein Dutzend. Eine davon war gut. Gilbert, willst du damit sagen? Ja. Jetzt verstehe ich alles. In den anderen Kapseln wird man nichts entdecken. Nur eine einzige hat Gift enthalten. Und er wusste nicht, welche. Er wollte die Stunde seines Todes nicht im Voraus kennen. Das ist ja entsetzlich. Entsetzlich? Wie man will, Richard. Er leidet wenigstens nicht mehr, aber er ist hier, bei uns gestorben. Du kannst dir die Komplikationen vorstellen, was? Die Untersuchung, die Polizei. Aber was ist das denn? Henris Tod ist ein harter Schlag, darüber sind wir uns einig. Und ich will nichts Schlechtes über ihn sagen, aber er hat als Egoist gehandelt. Denn wer sagt uns, dass man nicht uns verdächtigen wird? Am Ende haben wir ihn vergiftet. Aber Louis, alle Welt hat doch gewusst, wie sehr du deinen Bruder geliebt hast. Es wird niemandem in den Sinn kommen, wenn wir auf einen intelligenten Polizisten stoßen, dann mag's noch gehen. Aber intelligente Polizisten sind ja nicht alltäglich. Louis, bitte hör auf. Henri ist tot. Statt über ihn herzufallen, solltest du mir lieber helfen, für Gilbert dein Bett herzurichten. Sie kann nicht mitten in der Nacht nach Hause fahren. Ja, gleich gewiss. Nein, ich will nach Hause. Ich will euch keine Ungelegenheiten bereiten. Vielleicht hat Henri einen Brief hinterlassen. Soll ich dich begleiten? Nein, nein, ich will allein sein. Das ist aber sehr unvernünftig, Gilbert. Es kann mir ja nichts geschehen. Ich möchte mich nur hinlegen und schlafen. Gut, dann fahre ich dich nach Hause. Komm, Gilbert, ich helfe dir in den Mantel. Du, Richard, ich will Gilbert lieber nicht widersprechen. Aber ich werde anschließend noch einen Sprung zu Françoise machen und sie bitten, die Nacht über bei ihr zu bleiben. Ja. Ich weiß wohl, zwischen ihr und ihrer Cousine hat es allerlei kleine Verdrießlichkeiten gegeben, aber in so einem Fall, ich vertraue am besten dir den Schlüssel des Zimmers an. Wenn Perrier kommen sollte, dann... Das heißt, nein,
Ich will doch der Formalitäten wegen lieber selber mit ihm sprechen. Sollte er also während meiner Abwesenheit kommen, so sage ihm bitte, er möchte warten. Müssen wir ihm die Wahrheit sagen? Das lässt sich wohl kaum vermeiden. Nur um die Autopsie möchte ich herumkommen, wenn es möglich ist. Also, bis nachher. Lass dir ruhig Zeit. Bis morgen früh, Gilbert. Ja, Wiedersehen. Richard, willst du... Wollen Sie auch einen Cognac? Ja, bitte. Übrigens, wir können einander ruhig duzen. Der arme Henri nebenan belauscht uns gewiss nicht. Der arme Henri. Er hat sich gut gehalten, das muss man ihm lassen. Wie hat er wohl leiden müssen, bis er diesen Entschluss... Er war immer so heiter, so liebenswürdig. Man hat sich über ihn lustig gemacht, wegen seiner Wortspiele, seiner Anekdoten. Dabei hat er das alles doch nur getan... um davon abzulenken. Ja, wahrscheinlich. Dass Louis ihn jetzt als Egoisten hinstellt... Ach, Louis hat nur einen Moment die Nerven verloren. Im Grunde hat er seinen Bruder immer sehr gern gehabt. Ja, da bin ich gar nicht so sicher. Jedenfalls hätte er sich beherrschen sollen. Ja, das schon. Ist doch sonst gar nicht seine Art, so leicht in Erregung zu geraten. Er ist weit eher ein Mann der wohlberechneten Wut, der nie sein kaltes Blut verliert. Ja, ja, er ist eben Geschäftsmann. Das ist ja gerade, was ich ihm vorwerfe. Nie eine Szene, nichts. Seine Selbstbeherrschung wird mir immer unheimlicher. Ich frage mich nur, woher Henri das Zyankali hatte. Vielleicht von Barbet. Von Barbet? So heißt doch sein Freund, der Fotograf. Na, dann hat er es ihm gestohlen. Barbet hätte ihm nie freiwillig Zyankali gegeben. Gar so schwer stelle ich mir das nicht vor, in einem Laboratorium ein Fläschchen zu stillen. Ja, und anschließend brauchte er das Gift nur noch in eine der Kapseln des Apothekers zu tun. Mein Gott, Richard. Die Adresse dieses Apothekers. Rue de Montreuil, was ist damit? An der Ecke der Rue de Boulay. Das erinnert mich... An den Wahnsinnigen? Ja, an den Wahnsinnigen von vorhin. Du meinst, er könnte es gewesen sein, der das Gift... Oh, das ist unmöglich. In dem Augenblick hatte Henri sein Pulver doch schon genommen. Ja, das stimmt. Aber es ist alles so logisch und gleichzeitig so verrückt. Dieser Mensch spricht von Tatsachen, die ihm wirklich zugestoßen sind. Ihm oder Leuten, die er kennt. Paul hat doch ganz klar gesagt, dass es sich nicht um wirkliche Visionen gehandelt haben kann. Der arme Teufel bringt alles durcheinander und hat keinen Zeitbegriff mehr. Und Henris Tod? Ein tragischer Zufall. Nein, Richard. Es muss noch eine andere Erklärung dafür geben. Trink deinen Cognac. Isabelle. Bitte nicht. Wir müssen vernünftig sein. Hilf mir lieber den Tisch abräumen. Das ist zu dumm. Wir sind allein und wir können damit nichts anfangen. Aber das ist doch unwichtig jetzt. Isabelle, da fällt mir was ein. Wenn die Polizei die Umstände von Henris Tod untersucht, werden wir vielleicht alle verhört. Na und? Ich weiß nicht. All die Vorwände, die wir beide benutzt haben, um zusammenzukommen, das könnte Verdacht erregen. Meinst du im Ernst, dass die Polizei... Ich spreche doch nicht von der Polizei, ich spreche von Louis. Wenn er zum Beispiel erfährt, dass meine Reise nach Deutschland reine Erfindung war, dass ich die Umgebung von Paris überhaupt gar nicht verlassen habe, es genügt, dass wir an einen besonders ehrgeizigen Inspektor geraten, der allen unseren Schritten nachforscht. Henri hat doch Selbstmord begangen, da wird es keine Untersuchung geben. Na, wer weiß... Jedenfalls dürfen wir uns in der nächsten Zeit nicht mehr so oft treffen, Isabelle. Das ist bestimmt Louis. Ich nehme ab. Ja. Hallo? Hier Flamand. Ist er es? Nein. Nimm den zweiten Hörer. Kann ich Monsieur Lallier sprechen? Er ist nicht da. Und Madame Lallier? Ich rufe Sie. In einen Augenblick. Ein gewisser Flamand. Weißt du, wer das ist? Ja, ein Nachbar von Gilbert. Ja. Hallo? Madame Lallier? Ja. Könnte Ihr Mann zu seiner Schwägerin kommen? Aber gleich, es eilt. Er ist doch eben erst mit ihr weggefahren. Er wollte sie heimbringen. Ich weiß. Nur, es geht ja anscheinend nicht gut. Und? Und Monsieur Lallier ist eben weggefahren und hat mich beauftragt. Entschuldigen Sie... Hallo! Hier Inspektor Maillard.
Ich muss Ihnen leider eine traurige Mitteilung machen, Madame Lardier. Ihre Schwägerin hat sich das Leben genommen. Mit einem Revolver. Mein Gott. Ich bedauere, aber das Gesetz verlangt... Ja. Hallo, Herr Inspektor? Monsieur Lardier? Nein, hier spricht Richard Lecomte, ein Freund von Monsieur Lardier. Ich habe Madame Lardier eben mitteilen müssen. Ich weiß, ich habe es gehört. Sie sagen, dass Madame Gilbert Lardier... Ihr Mann ist anscheinend verreist. Wissen Sie vielleicht, wo er sich aufhält? Einen Augenblick bitte. Isabelle, was soll ich ihm sagen, die Wahrheit? Nein, nein, da kommt er her. Ich will das nicht sagen. Hallo? Leider nein, aber sagen Sie, was ist denn eigentlich passiert? Gilbert Lardier hat sich mit einem Revolverschuss getötet. Und zweifellos Selbstmord. Wir mussten die Wohnungstür aufbrechen. Sie hat offenbar gewartet, bis ihr Schwager fort war. Und Monsieur Lecomte, sagen Sie Ihrem Freund heute Nacht lieber nichts mehr. Aber morgen früh soll er unbedingt aufs Kommissariat kommen. Er ist der nächste Verwandte der Toten. Er muss sie identifizieren. Ja, ich werde es ihm ausrichten. Na dann also, gute Nacht. Gute Nacht, Inspektor. Richard. Wir dürfen den Kopf jetzt nicht verlieren, Liebste. Gilbert ist tot, aber sie hat sich selber getötet. Da ist nichts Mysteriöses dabei. Sie wollte Henri einfach nicht überleben. Wir werden alle sterben. Ach, Unsinn! Gilbert hat sich wahrscheinlich aus einem gewissen Schuldgefühl getötet. Sie hat gefürchtet, man werde sie der Beihilfe zum Selbstmord bezichtigen. Bring mich fort, Richard. Aber überleg doch, Isabelle. Bring mich jetzt gleich fort. Aber wohin denn? Unmöglich. Was würde Louis da... Was liegt mir an Louis? Ich will nicht hierbleiben, ich will nicht sterben. Liebste, wir gefährden uns gerade dadurch, dass wir zu fliehen versuchen. Was soll dir denn hier in deinem Haus schon zustoßen? Lass uns fortgehen, Richard. Nein! Louis muss jeden Augenblick zurückkommen. Wenn er uns nicht hier findet, sind wir verloren. Versuch doch ein wenig zu überlegen, Isabelle. Wir müssen auf ihn warten und dann ihm selbst die Wahrheit sagen. Er wird uns töten. Alle beide. Still. Das ist er. Meine arme Isabelle. Ich habe Gilbert heimgebracht. Sie hat sich anscheinend wieder etwas beruhigt. Louis. Inzwischen ist noch etwas Schreckliches passiert. Gilbert hat Selbstmord verübt. Was? Ja, ein Polizeiinspektor hat dir angerufen. Gilbert hat... Du musst morgen früh aufs Kommissariat, um sie zu identifizieren. Wir haben gesagt, wir wissen nicht, wo Henri ist. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Doch, doch, natürlich. Arme Gilbert. Du hättest sie nicht allein lassen sollen. Natürlich wolltest du so schnell wie möglich zu deiner Frau heimkommen, aber... Deswegen wollte sie also nicht, dass ich ihre Cousine verständige. Und wer hat euch verständigt? Ein Inspektor, ein gewisser Maillard. Maillard? Den kenne ich. Er wohnt Gilbert gegenüber. Ich hätte sie nicht heimfahren sollen. Sie hätte bei uns bleiben müssen. Ja. Dann werde ich jetzt vielleicht gehen. Aber nein, Richard, was fällt dir ein? Wenn du mir wirklich einen Gefallen tun willst, bleib bei uns. Es ist besser, wenn... Wir werden miteinander reden. Wir werden alle sterben, wenn wir noch länger hierbleiben. Und zwar so, wie es der Wahnsinnige vorausgesagt hat. Hört mich an. Alle beide. Was wir auch fühlen mögen, wir müssen wie vernünftige Menschen handeln. Nur ein Mittel gibt es, um nicht in Panik zu geraten und uns zu irgendwelchen Dummheiten hinreißen zu lassen. Paul wird bald wieder hier sein. Bis dahin dürfen wir nicht dran denken, was geschehen ist. Hast recht, Louis. Das ist das Vernünftigste. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass unsere Furcht unbegründet ist. Henri hat Selbstmord begangen und ich bin sicher, dass Gilbert längst entschlossen war, ihn nicht zu überleben. Das ist Paul. Sein Wagen ist sehr schnell und um diese Zeit sind die Straßen leer. Vielleicht ist es auch Inspektor Maillard. Ich werde nachsehen. Richard, ich habe solche Angst. Sei doch mal still. Mit wem redet er denn? Man hat fast den Eindruck, dass es ein Streit ist. Entschuldigen Sie bitte, Alter. Es ist Joseph! Ja, der Hellseher. Der Prophet, der uns jetzt endlich einen Wein einschenken wird. Setzen Sie sich hier. Richard, lass ihn nicht aus den Augen. Wo willst du denn hin? Mach dir keine Sorgen. Achtet nur darauf, dass er sich nicht rührt. Warum sind Sie wiedergekommen?
Tja, warum wohl? Wo ist Louis hingegangen? Ich habe doch keine Ahnung. Er holt einen Revolver. Er glaubt, dass er gegen das Schicksal mit einem Revolver ankämpfen kann. Halten Sie doch den Mund. Wir wollen uns doch verständigen, oder? Er verlangt, dass ich rede. Und Sie wollten mir das Wort verbieten. Lachen Sie nicht! Aber keine Angst. Das Lachen wird ihm gleich vergehen. Was willst du denn damit? Louis! Steck die Waffe ein! Heißt das nicht, dass man sich vor falschen Propheten hüten soll? Wenn er nur eine Bewegung macht, knall ich ihn über den Haufen. Ach, das weiß ich längst. Auch ich werde heute vor Mitternacht sterben. Wirklich? Und woher haben Sie diese Gewissheit? Darf ich rauchen? Die Zigaretten liegen auf dem Tisch. Nein, rühren Sie sich nicht. Richard, wirf ihm die Zigaretten zu. Ja, hier. Danke. Sie stellen sich an, als hätten Sie es mit einem Gangster zu tun. Halten Sie die Hände still. Ich wollte ja nur Streichhölzer aus meiner Tasche holen. Machen Sie schon. Komisch. Keiner von Ihnen weiß, ob nicht er der Überlebende sein wird. Jeder hat also eine gewisse Chance. Und Sie alle zittern. Ich, der ich gar keine Hoffnung habe, ich bin ganz ruhig. Richard, ruf die Polizei an. Das ist nicht nötig. Außerdem ist es sehr wichtig, dass das Telefon nicht benutzt wird, denn gleich wird's läuten. So, und wer wird uns anrufen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, warum man Sie anrufen wird. Wo ist denn Ihr Bruder? Das geht Sie nichts an. Sie wissen es nicht? Doch, ich weiß es. Ach nein, Sie wissen wirklich, was nach dem Tod kommt? Vorher wissen Sie, dass mein Bruder tot ist. Ich wusste es nicht, ich vermutete es. Nur doch jetzt weiß ich es, denn Sie haben es gerade gesagt. Zweite Frage, wo ist Ihre Schwägerin? Zu Hause. Ja, aber der Leichenwagen ist schon unterwegs. Richard! Er hat sie umgebracht. Er ist zu allem fähig. Oh, ich habe einen Irrtum begangen. Ich wusste nicht, dass Ihnen der Tod Ihrer Schwägerin schon bekannt war. Man hat sie telefonisch verständigt. Tja, und der nächste Anruf, der muss jeden Augenblick kommen. Schluss jetzt! Erklären Sie uns sofort! Ich möchte erst noch den dritten Todesfall abwarten. Das wird Ihr eigener sein, wenn Sie... Warten Sie! Ein paar Sekunden. Was haben Sie? Warum schließen Sie die Augen? Mein Gott, das ist... grässlicher, als ich es mir vorgestellt hatte. Spielen Sie kein Theater, reden Sie! Ich spiele kein Theater. Oh, was ich sehe, ist entsetzlich. Ein riesiger Lastwagen. Hat das Rotlicht nicht beachtet. Der andere Wagen ist völlig demoliert. Die Nummer, wenn ich nur die Nummer sehen könnte. 26 06 FL 75. Der Wagen des Doktors. Natürlich, er hat sich vorhin die Nummer notiert. Jetzt bin ich sicher, dass er Theater spielt. Zu welchem Zweck, weiß ich nicht, aber er kann doch nicht... Ach, sein Kopf. Schweigen Sie! Bring ihn zum Schweigen, Louis, ich flehe dich an. Richard, kümmere dich um sie. Ich will den Revolver lieber nicht aus der Hand geben. Vielleicht ist das nur ein Trick von ihm, um meine Aufmerksamkeit abzulenken. Reden Sie weiter, Joseph. Sagen Sie, was Sie sonst noch sehen. Die Leute laufen zusammen. Eine Frau fällt in Ohnmacht. Eine junge Frau, grauen Kostüm. Und in der Nähe ist ein Kaffeehaus. Sind auch viele Leute. Der Fahrer des Lastwagens ist verletzt, aber er lebt. Jetzt wird er aus dem Führerhaus gezerrt. Glaubst du ihm doch nicht, Louis. Lass ihn reden. Und noch immer keine Polizei. Nur Blut, überall Blut. Und wo spielt sich das alles ab? Wissen Sie es? Nein, ich weiß es nicht genau. Doch. Warten Sie, da ist ein Schild am Kaffeehaus. Café Martignac. Das ist ja draußen am Stadtrand. So, jetzt habe ich Sie. Sie schwindeln. Kein Mensch kann uns anrufen, selbst wenn der Doktor wirklich einen Unfall erlitten hätte. Bitte? Wer kennt denn unsere Adresse in dieser Kneipe? Und warum sollte man gerade uns anrufen? Ja, natürlich. Du hast recht. Und darum gehen wir jetzt alle miteinander ganz einfach aufs Kommissariat. Na, was halten Sie davon, mein Lieber? Das ändert nichts, aber wenn Sie wollen, gehen wir. Und während unserer Abwesenheit wird einer Ihrer Spießgesellen die Villa ausräumen. Mein Gott, wie lange habe ich gebraucht, um zu begreifen, was hier los ist. Und es lag doch so auf der Hand. Meinst du wirklich, dass der Bursche ist wirklich raffiniert? Ja, raffiniert.
Ich bringe ihn aufs Kommissariat und dort lässt man ihn laufen. Er hat ja nichts auf dem Gewissen, man kann ihm ja nichts nachweisen. Nicht schlecht, dieser Trick. Man jagt allen Bewohnern eines Hauses die größte Angst ein und wenn sie weglaufen, hat man freie Bahn. Aber Louis, das erklärt noch nicht den Tod von Henri und Gilbert. Zufälle lassen sich nicht erklären. Das Telefon. Ich wusste es. Richard, nimm du ab. Ich will den Kerl lieber nicht aus den Augen lassen. Ja. Isabelle, nehmen Sie den zweiten Hörer. Hallo? Ihr Marius, Kellner im Café Martignac. Ist dort bei Lardier? Ja. Ich soll etwas ausrichten. Dr. Rousseau wollte doch noch einmal zu Ihnen kommen, nicht wahr? Ja. Er ist gerade abberufen worden. Abberufen? Ja, zu einer vorzeitigen Geburt. Er wollte Sie zwar selber anrufen, hat es dann aber nicht mehr geschafft. Also, er lässt Ihnen sagen, dass er kommt, sobald er kann. Danke. Ach, sagen Sie, ja? Hat es dort bei Ihnen heute Abend einen Unfall gegeben? Einen Unfall? Nein, wieso? Ach nichts, ich dachte nur. Vielen Dank. Nicht zu danken. Der Doktor ist dringend zu einer Entbindung gerufen worden. Von einem Unfall weiß man nichts. Na? Was habe ich gesagt? Ach, diese Gauner. Ihr seid zu zweit und praktiziert diesen Kniff schon seit längerer Zeit, was? Seit 2 Monaten. Er gelingt ziemlich häufig. Aber Sie, Sie sind uns über. Was? Soll das heißen, dass alle Ihre Geschichten nichts als Erfindung waren? Im Allgemeinen klappt es. Das letzte Mal sind die Leute alle Hals über Kopf in die nächste Kirche gelaufen und da hatten wir Zeit, in aller Ruhe vorzugehen. Keine schlechte Idee. Und wenn es misslingt, versuchen Sie eben woanders Ihr Glück. Ist Ihr Kumpan schon in der Nähe? Ja, der wird sicher bald hier sein. Hoffentlich lässt er sich nicht auch noch erwischen. Ich habe nicht übel Lust, Sie laufen zu lassen. Ein genialer Plan. Davor muss man Respekt haben. Mein Gott, dann war das alles nur... Sagen Sie, woher wussten Sie, dass mein Bruder und meine Schwägerin... Ach, Neuigkeiten verbreiten Sie schnell. Moment, da stimmt was nicht. Nur Gilbert wusste, dass Henri tot war. Und sie hat mit keinem Menschen mehr gesprochen. Es ist doch nicht der Doktor? Ach, lassen Sie doch. Ich bin nur ein gewöhnlicher Einbrecher, dem ein Plan daneben geraten ist. Sie lügen. Sie lügen, um uns zu beruhigen. Gestehen Sie. Mit Ihnen wird man nicht fertig. Ja, es ist wahr. Ich hatte Mitleid mit euch. Es hätte zwar nichts geändert, aber Sie wären wenigstens die Angst los gewesen. Geh nicht hin. Louis, geh nicht hin. Was würde das schon ändern? Komm, Richard, nimm den zweiten Hörer. Ja. Lardier? Verzeihen Sie, dass ich noch einmal anrufe. Aber ich weiß nicht, wen ich sonst verständigen soll. Hier ist das Café Martignac. Ja, und? Hören Sie, der Doktor, Ihr Freund. Was ist mit ihm? Es war entsetzlich. Kaum war er losgefahren, da kam ein Lastwagen. Hat wohl das rote Licht nicht beachtet und sein Wagen, wie der jetzt aussieht. Und Dr. Rousseau? War auf der Stelle tot. Hören Sie, ich muss jetzt auflegen. Ich muss noch die Polizei anrufen. Genauso, wie er es vorausgesagt hat. Ja, ganz genau. Mein Gott. Ich verstehe das nicht. Ich habe den Unfall gesehen, bevor er sich ereignet hat. Und wie geht die Sache nun weiter? Was sehen Sie noch? Es ist alles so undeutlich. Jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Und doch, ich weiß, übrig bleiben wird nur noch ein Schatten, ein einziger Schatten. Joseph, Sie haben vorhin gesagt, Sie selber würden nicht jener einzige Überlebende sein. Woher wissen Sie das? Sind Sie Ihres eigenen Todes so gewiss? Ja, jetzt verstehe ich, warum ich nichts mehr sehen kann. Ich bin an der Reihe. Jetzt werde ich sterben. Wissen Sie, auf welche Art? Ja. Aber ich nehme es Ihnen nicht übel. Ich verzeihe Ihnen. Wollen Sie damit sagen, dass ich... Ja, Sie werden mich töten. Nicht sofort, aber bald. Und es wird nicht Ihre Schuld sein. Und wie werde ich Sie töten? Ihr Revolver. Ich habe ihn in der Tasche. Ich werde ihn nicht mehr herausziehen. Doch, mit diesem Revolver werden Sie mich töten. Vielleicht war der Anruf vorhin nur ein Schwindel. Wo ist das Telefonbuch? Ach ja, draußen im Gang. Ah ja, hier ist es. Martignac, Café Martignac. Passt gut auf ihn auf, Richard. Man kann nie wissen. Ja. Bleibt neben ihm. Ja, ja.
Ist dort Café Martignac? Ist der Kellner mal Jüster? Aha, ein Unglücksfall. Ja, gerade deswegen. Ja, ich bin Journalist. Kann ich Einzelheiten erfahren? Ja, gewiss. Ich kann mir vorstellen, dass Sie noch außer Fassung sind, Madame, aber es ist mein Beruf. Ein LKW. Ja, ein Arzt. Wie war der Name? Dr. Rousseau. Ja, ich habe es notiert. Gewiss, ich werde mich an die Polizei wenden. Vielen Dank, Madame. Der Doktor ist tatsächlich verunglückt. Aber trotz allem, ich weigere mich, Fantasien als Realitäten hinzunehmen. Das klingt sehr eindrucksvoll. Das Verhängnis, das Schicksal. Aber das gibt es nicht. Wenn wir vier ruhig bleiben, keinen Streit anfangen, nicht zu fliehen versuchen, welche Gefahr kann uns dann drohen? Keine. Nicht wahr, Richard? Ja. Schön. Rühren wir uns also bis Mitternacht nicht mehr vom Fleck, was auch geschehen mag. Dann kann uns nichts passieren. Bis auf Ihren Revolver. Dieser Revolver wird zu einer fixen Idee. Und doch, ich habe nicht die Absicht, ihn zu verwenden. Es sei denn, dass Monsieur Joseph sich 5 Minuten vor Mitternacht auf einen von uns stürzt, nur um mit seiner Prophezeiung recht zu behalten. Warum legen Sie den Revolver nicht an seinen Platz zurück? Gegen mich können Sie sich auch anders verteidigen. Sie sind zu dritt. Ihrer Voraussage nach können Sie nicht anders sterben. Nein, Sie schießen auf mich und Sie töten mich. Mit diesem Revolver? Ja. Es ist doch die Waffe, die in der dritten Schublade Ihres Schreibtisches war. Ja, aber um das zu wissen, müssen Sie doch schon vorher einmal bei mir eingebrochen sein. Bestimmt nicht. Ich habe den Satz nur so gesagt, wie er mir in den Sinn kam. Sie haben es sicherlich auch in Ihrem Traum gesehen, was? Vielleicht. Isabel, bist du heute Nachmittag fort gewesen? Das weißt du doch. Ich hatte ein paar Besorgungen zu machen. Und dieser Kerl ist während deiner Abwesenheit hier eingedrungen und hat eine Zeitbombe gelegt, die um Mitternacht explodieren wird. Ein ausgezeichnetes Mittel, um eine Prophezeiung wahrzumachen. Ich habe Ihnen mein Wort darauf gegeben, dass ich vor heute Abend niemals bei Ihnen gewesen bin. Wenn ich wusste, wo Sie den Revolver aufbewahrten, so kommt das nur daher, weil... Warten Sie. Seien Sie still. Sagen Sie nichts. Ich glaube, ich weiß jetzt. Warum starren Sie mich so an? Ich werde sterben in wenigen Augenblicken. Aber nicht ohne vorher geredet zu haben, denn meine Pflicht ist es, die Wahrheit zu enthüllen, was es mich auch kosten mag. Ihre Wahrheit ist nichts anderes als eine Erfindung Ihres kranken Herrn. Sie werden mich nicht daran hindern zu sprechen, selbst wenn Sie den Revolver ziehen. Mein Revolver bleibt, wo er ist, aber ich habe noch Fäuste. Und damit riskiere ich keine Strafe, denn Sie werden ja wohl nicht an einer Tracht Prügel sterben, nicht wahr? Machen Sie, was Sie wollen. Ich werde trotzdem reden. Ich glaube Ihnen kein Wort mehr. Würden Sie Ihrer Frau glauben? Meiner Frau? Ja, wenn sie Ihnen versichert, dass sie Ihnen nicht treu war und dass Monsieur Richard Ihr Liebhaber ist. Was sagen Sie da? Isabelle, ist das wahr? Kein einziges Wort. Sie lügt. Gut, schweigen Sie. Nein, vor dem Tod soll man nicht lügen. Und selbst die erbärmlichste Dirne. Noch ein Wort und ich schieße. Louis, gib acht! Er legt es doch nur darauf an. Er will dich doch zwingen, ihn zu töten. Ich erlaube trotzdem nicht, dass er meine Frau eine Dirne nennt. Entschuldigen Sie sich sofort oder ich schieße. Die Folgen sind mir gleich. Louis, entschuldigen Sie sich. Schießen Sie ruhig, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich weiß, dass Sie schießen werden. Du Hund. Ich werde nicht schießen. Aber was du da gesagt hast, sollst du mir teuer bezahlen. Louis, lass ihn los, es ist wahr. Was ist wahr? Das, was er gesagt hat. Ja, es ist wahr. Seit langem wollten wir es dir schon sagen, aber... Es tut mir sehr leid, Madame. Machen Sie, dass Sie weiterkommen. Ihre Rolle ist zu Ende. Lassen Sie uns allein. Geben Sie mir erst Ihr Wort, dass Sie nichts gegen Ihre Frau und gegen den Liebhaber Ihrer Frau unternehmen werden. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich nichts unternehmen werde, was gegen das Gesetz verstößt. Alles andere geht Sie nichts an. Und jetzt, raus! Geben Sie mir erst noch Ihren Revolver. Gut. Hier, aber erst entlade ich ihn, damit Sie ihn nicht gegen einen von uns verwenden können. Na, geben Sie schon. Ich wusste, dass es so kommt. Der Schuss ist von selbst losgegangen. Ich schwöre es euch. Großer Gott. Was ist denn mit ihm? Er ist wohl zusammengebrochen. Draußen im Flur. Ich habe es nicht absichtlich getan. Du musst ihn mitten ins Herz getroffen haben. Aus nächster Nähe. Er hat also doch recht gehabt. Ich gebe es auf. Jetzt bleibt uns nichts mehr übrig, als
Mitternacht abzuwarten. Louis, es ist nicht wahr, was ich dir gesagt habe. Ich wollte nur ein Mittel finden, um diesen Wahnsinnigen zum Schweigen zu bringen. Und ich wollte verhindern, dass du ihn umbringst. Es ist also nicht wahr, was er gesagt hat. Du zweifelst doch nicht an deiner Frau. Wer weiß, ob sie nicht jetzt lügt. Ich weiß nur, dass es vergeblich ist, gegen das ankämpfen zu wollen, was heute Abend geschehen wird. Joseph hat ausdrücklich gesagt, dass nur einer von uns am Leben bleibt. Nur eines können wir noch tun. Selber entscheiden, wer das sein soll. Du weißt ja nicht mehr, was du redest. Wir sind in derselben Lage wie die Passagiere eines Schiffes vor dem Untergang. Zuerst die Frauen. Wir müssen so handeln, dass Isabelle es ist, die am Leben bleibt. Du bist verrückt. Willst du damit sagen, rette sich, wer kann? Nein, gewiss nicht. Ich meine nur, dass gar kein Grund vorhanden ist, den Reden eines Wahnsinnigen Glauben zu schenken. Richard, ich schwöre dir, dass ich nicht die leiseste Absicht hatte, den armen Teufel umzubringen. Und doch, ich habe ihn getötet. Aber du warst nicht bei Sinnen. Was geschehen ist, lässt sich doch alles vernünftig erklären. Vernünftig? Morgen früh kommt Dr. Perrier hier. Er findet nebenan Henri vergiftet und im Flur Joseph. Was willst du ihm sagen? Die Wahrheit. Er wird sie nicht glauben. Dann verständige sofort die Polizei. Was soll ich der Polizei sagen? Dass der Kerl uns bedroht hat. Dass du ihn in Notwehr erschossen hast. Und Henris Leiche? Gerade die macht alles glaubhaft. Henri ist gestorben und wir wollten bei ihm wachen. Ja, alle Lichter waren ausgelöscht, bis auf die Lampen neben dem Bett. Der Kerl hat geglaubt, dass die Villa leer steht, ist eingedrungen, wollte plündern. Ja, so könnte es gehen. Ich werde die Polizei anrufen. Hallo? Hier Louis Lardier, Villa Hortensia. Ich wurde gerade von einem Einbrecher angegriffen. Ja, ein Einbrecher. Nein, er hat noch nichts gehabt. Ich habe ihn überrascht und da habe ich ihn getötet. Mit einem Revolverschuss. Nein, das ist kein Scherz. Ich habe ihn erwischt, wie er gerade in einer Schublade gestöbert hat. Ich habe ihm befohlen, die Hände zu heben. Er hat mir aber nicht gehorcht, sondern wollte über mich herfallen. Da habe ich geschossen. Schicken Sie mir doch zwei Polizisten und Sie werden sehen, dass... Aber ich versichere Ihnen... Verdammt, Sie sind selber betrunken. Hallo? Hallo? Total betrunken, wie der geredet hat. Dann bleibt nur noch eines übrig. Wir tun nichts. Wir rühren uns nicht. Wir bleiben in dieser Wohnung. Greift uns jemand an, dann verteidigen wir uns. Ich bin bewaffnet. Wenn nichts geschieht, dann ist die Sache erledigt. Und wir werden uns morgen früh mit der Polizei unterhalten. Aber wir müssen auf alles gefasst sein. Drei Möglichkeiten kann es noch geben. Welche? Nun, wenn Isabelle stirbt, so steht die Partie zwischen uns beiden gleich, Richard. Bist du das erste Opfer? So gibt es für mich keine Überlegung. Ich schieße mir eine Kugel in den Kopf, um meine Frau zu retten. Sterbe aber ich als Erster unter verdächtigen Umständen, so gibt es auch keine Wahl. Du begreifst wohl, was ich sagen will. Mach jetzt keine Witze. Ich mache durchaus keine Witze. Ich erteile dir nur einen Befehl. Und zwar, dich für Isabelle zu opfern, wenn es kein anderes Mittel mehr gibt. Du weißt nicht mehr, was du redest. Du willst dich drücken. Nun? Du bist frei. Geh nach Hause. Und du? Du bleibst hier. Ja, mit Isabelle. Und deinem Revolver. Einem Revolver, der von selber losgeht. Was soll das heißen? Richard! Dass du so eine ausgezeichnete Gelegenheit hast, deine Frau aus der Welt zu schaffen. Du bist verrückt. Warum sollte er mich umbringen? Isabelle, es lohnt sich nicht länger, ihn hinters Licht zu führen. Er hat alles erraten. Er ist es, der diese ganze Komödie aufgezogen hat. Er ist reif für die Zwangsjacke. Und er weiß nicht mehr, was er tut. Schweig! Natürlich weiß ich, dass du und Isabelle... Aber ich will nicht daran denken. Ich will nur Isabelle retten. Nichts anderes zählt für mich. Was ist dein armseliger kleiner Betrug gegen die Drohung, die auf uns lastet?
Wenn ich wüsste, dass es möglich ist, euch beide zu retten, ich würde keine Sekunde lang zaudern und auf der Stelle die Waffe gegen mich selber richten. Ach, was redest du für Unsinn? Du weißt ganz genau, dass du das nicht tun wirst. Mein Entschluss ist gefasst. Und wenn die Weissagung Wahrheit wird, so werde ich alles tun, damit Isabelle es ist, die am Leben bleibt. Na schön. Worauf wartest du noch? Bring mich um. Und erschieß nachher dich. Wenn es das ist, was du willst, ich werde mich nicht verteidigen. Wir sind alle wahnsinnig. Statt zu fliegen, statt zu kämpfen, reden wir Unsinn. Reden wir lieber von der Zukunft. Was wirst du machen, Louis, wenn wir diese Nacht überleben sollten? Was wirst du machen? Darauf kommt es jetzt nicht an. Eigentlich ist es Richard, der jetzt etwas sagen müsste. Richard, wenn ich in die Scheidung einwillige, wirst du dann Isabelle heiraten? Ich... Antworte. Ja, es ist selbstverständlich. Schön. Diese Frage wäre also geklärt. Ich weiß jetzt, dass eure Beziehung kein bloßes Abenteuer ist. Es wäre daher nicht richtig von mir, wenn ich euch etwas in den Weg legen wollte. Ich habe dich nicht zu halten verstanden, Isabelle. Ich gebe dir deine Freiheit wieder. Natürlich kann keine Rede mehr davon sein, dass ich dein Prokurist bleibe. Lächerlich, du hast keinen Sou und ich möchte nicht, dass Isabelle hungern muss. Was war das? Da ist jemand im Garten. Ja. Wir werden belauert. Ich werde nachsehen. Bleib hier. Richard, hör mir gut zu. Versprich mir zu tun, was ich dir sage. Versprich es mir. Na gut. Ich weiß nicht, was mich draußen erwartet. Aber was auch geschieht, verlass Isabelle nicht. Auch wenn ich schreie. Auch wenn ich verwundet bin. Verstehst du? Ja gut, ich verspreche es dir. Hier, nimm meinen Revolver. Du brauchst den doch. Nach allem, was heute Abend geschehen ist, werde ich mich nur noch mit meinen Fäusten verteidigen. Was auch geschehen mag, bleib bei Isabelle. Und wenn jemand hier eintritt, schieß. Sofort. Ja, in Ordnung. Außer, wenn ich es bin natürlich. Aber ich werde dreimal in kurzen Abständen klopfen. Dann kannst du dich nicht irren. Obwohl, es könnte dir so passen. Kein Gatte mehr, keine Scheidung. Das Feld wäre frei. Was redest du da? Im Keller habe ich ein Gartenmesser. Damit kann ich mich verteidigen. Was sagst du dazu, Richard? Ich weiß nicht. Ist es möglich, dass Louis einen Feind hat? Du meinst, irgendein Rachsüchtiger, der nicht zögern würde? Es gibt Menschen, bei denen man auf alles gefasst sein muss, wenn sie von Hass getrieben werden. Das war Louis. Irgendetwas muss in dem Keller zugestoßen sein. Lass mich nicht allein. Denk an das, was er dir gesagt hat. Aber er ist in Gefahr. Ich muss ihm doch helfen. Ich kann mich doch nicht verteidigen. Still. Da ist jemand. Draußen im Flur. Isabelle, wenn ich plötzlich die Tür aufreißen würde und mit dem Revolver... Nein! Vielleicht ist es Louis. Drei Schläge. Gott sei Dank, es ist Louis. Louis, mein Gott! Er ist verwundet. Er blutet. Louis, was ist passiert? Joseph hatte recht. Rühr mich nicht an. Ich bin fertig. Aber sie, Isabelle, sie soll am Leben bleiben. Hab Mut, um ihretwillen. Er ist tot. Nein! Das Licht! Warum ist das Licht ausgegangen? Ich habe solche Angst. Gleich ist es Mitternacht und wir werden sterben. Mach doch Licht! Gehen wir fort von hier! Aber draußen ist bestimmt jemand. Draußen ist niemand, nur der Tod. Aber einer von uns wird überleben. Joseph hat's gesagt. Ja, aber ich habe doch Louis versprochen, dass ich... Bist du wahnsinnig? Du wirst dich doch nicht umbringen, um mich zu retten. Versuch doch wenigstens... Nein! Ich gebe auf. Es hat keinen Sinn mehr. Bleib ruhig, Isabel. Rühr dich nicht. Noch 7 Minuten. Vielleicht hast du Glück. Vielleicht wird in diesen 7 Minuten nichts geschehen. Ich werde nicht ohne Grund schießen. Ich lasse auch dir eine letzte Richard, Chance. Richard, das kann doch nicht... Vor dem Tod ist sich jeder selbst der Nächste. Schön, ich bin ein Feigling. Aber ich habe nur ein Leben. Du bedeutest mir nichts. Warum sollte ich mich also opfern? Nur weil du eine Frau bist? Rühr dich nicht, habe ich gesagt! Du gemeiner Kerl, schieß doch, wenn du willst. Du rettest damit dein Leben, aber nicht für lange. Denn wie willst du meinen Tod erklären? Louis ist tot, Henri ist tot, den Tod des Wahnes. Schweig! Du willst mich nur ablenken, mir den Revolver zu entreißen. Zwecklos, ich lasse dich nicht aus den Augen. Und mein Finger ist am Abzug. Deine einzige Chance, Isabelle, ist es, dich bis Mitternacht nicht zu rühren. Noch 6 Minuten. Ich will dich nicht sinnlos töten. Rühr dich nicht, habe ich gesagt! Du siehst ja, dass ich keine Bewegung mache. Richard... Du kannst mich doch nicht einfach erschießen. Ich hab dich doch geliebt. Ich schwöre, dass ich nur schieße, wenn ich nicht anders kann. Und jetzt sei still. Oh,
Schuld. Halt den Mund! Da ist jemand. Ganz in unserer Nähe. Es tut mir leid, Isabel. Du oder ich habe keine andere Wahl. Richard, es ist Mitternacht. Deine Uhr geht nach. André, rasch, Licht. Schraub die Sicherung wieder ein. Moment. Das Licht brennt wieder. Louis, wenn ich geahnt hätte. Sie sind beide ohnmächtig geworden. Komm, legen wir Isabel auf die Couch. Pass auf. Wenn sie dein Gesicht sieht, bekommt sie einen Schock. Richtig, das Blut. Das hatte ich schon vergessen. Wo ist das Handtuch? Ja. Danke. Und wo ist Joseph? Hier. Yeah. Jetzt sollte man wohl den Doktor holen. Jetzt wird er wirklich gebraucht. Ja, hol ihn herein. Sie kommt zu sich. Verschwinde, André. Lass mich allein mit ihr. Liebste, was ist denn geschehen? Du hast anscheinend einen Albtraum gehabt. Einen furchtbaren Albtraum. Wo bin ich denn? Zu Hause. Auf deiner Couch. Bleib ganz ruhig. Es ist alles gut. Wo ist Henri? Hier. Was hast du denn nur für Träume gehabt? Isabel. Ach, Dr. Rousseau. Ja, er. Und das hier ist Joseph, oder vielmehr Chavignac, ein guter Freund von ihm. Guten Abend, Madame. Ein guter Freund und schlechter Komödiant. Geh dich waschen, Louis. Ich möchte aber erst... Du hast ein wenig zu dick aufgetragen. Sei mir bitte nicht böse. Und bitte glauben Sie mir, Isabel, wenn ich geahnt hätte, wie weit Ihr Mann diesen Scherz treiben würde, hätte ich nicht mitgespielt. Aber nein, nein, sagen Sie jetzt nichts, Isabel. Ja, mein Puls ist schon wieder normal. Trotzdem, Sie sollten lieber noch etwas liegen bleiben. Louis wird Ihnen sicher alles erklären. Komm, Joseph, legen wir Richard auf das Sofa im Gästezimmer. Was ist denn da los? Alles, was du heute Abend erlebt hast, ist zwar wirklich geschehen, aber es war nur eine Komödie, oder vielmehr ein Drama. Ein Theater, das ich inszeniert habe. Niemand ist tot. Weder Henri noch Gilbert. Niemand. Ich wollte mich nur rächen, wollte dir eine Lehre erteilen und Richard die Maske vom Gesicht reißen. Du solltest ihn endlich so sehen, wie er wirklich ist. Du bist ein Scheusal. Diese Ansicht ist Henri auch. Und Gilbert nicht weniger. Ich hatte daher die größte Mühe, sie zum Mitspielen zu bewegen. Bei Paul war das etwas anderes. Du hast deinen Freunden Einblick in unsere intimsten Beziehungen gewährt. Das war ein starkes Stück, ich gebe es zu. Doch was Paul und Joseph und die anderen angeht, sie werden den Mund halten. Wie teuflisch hast du das Ganze inszeniert. Die Leichen, die sofort verschwanden, die falschen Telefonanrufe. Die beweisen nur, dass der Doktor gut seine Stimme verstellen kann, wenn er will. Aber die Polizei, die hast du doch wirklich angerufen. Nein, nur die Zeitansage. Und der Revolver? Waren das Platzpatronen? Klar. Was für eine Angst hat Richard mir damit eingejagt? Ich hatte auch Angst, als Richard dich bedrohte und ich nicht eingreifen konnte. Denn wenn ich plötzlich auferstanden wäre von den Toten, das Gesicht voller Tomatensaft, wärst du vor Schreck gestorben. Und du glaubst, dass meine Angst jetzt vorbei ist? Lassen wir es gut sein, Isabel. Du wirfst mir meine erbärmliche Komödie heute Abend vor. Hast du vergessen, welche erbärmliche Komödie du mir schon seit Monaten vorspielst? Ich habe dich 2 Stunden leiden lassen. Bei mir dauert das schon beinahe ein Jahr. Weißt du, dass ich schon seit Monaten vor Wut, vor Schande, vor Verachtung fast zugrunde gehe? Nun, ist die Komödie zu Ende? Deine Rolle ist jedenfalls zu Ende. Ich wollte, ich hätte nie mitgespielt. Du weißt ja, dass ich mich wahrhaftig nicht dazu gedrängt habe. Aber ein wenig mitzureden habe ich wohl doch noch. Welchen Sinn hätte das alles gehabt, wenn es nicht zu einem guten Ende führen sollte? Zu einem guten Ende? Eins hast du erreicht, immerhin, Louis. Du wirst dich nach einem anderen Prokuristen umsehen müssen. Wieso? Weil Richard verschwunden ist. Aus dem Haus, aus eurem Leben. Was sagt ihr dazu? Ein besseres Ende hätten wir uns gar nicht wünschen können. Nicht wahr, Isabel? Du hast recht, Louis. Albtraum von André Picot. Sie hörten Solveig Thomas als Isabel Lardier, Ulrich Matschos als Louis Lardier, Max Eckhardt als Dr. Paul Rousseau, Kurt Haars als Henri Lardier
Ursula Langrock als Gilberte Lardier, Ernst August Scheppmann als Richard Lecomte und Hans-Helmut Dicko als René Joseph alias Chavignac. Ferner wirkten mit Alexander Diersberg, Herbert Dubrow und Wolfgang Kirchhoff. Die Spielleitung hatte Miklós Konkoly. Wir brachten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1964.